Dann dürfte der erste Gegner ja eigentlich schon mal eventuell kaputt sein. Ich schicke einfach mal da unten einen hin, um zu gucken, ob da noch irgendwo was ist. So, das läuft. Das läuft. Den baue ich wieder ab. Was hatte der denn bitte da oben zu verstecken? Ach nö. Hallo. Wollt ihr nicht irgendwie meinen Dribok verteidigen oder so ein Scheiß? Habt ihr gut gemacht. Abbauen. Jetzt hat er meinen Reiter getroffen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, mach da mal die Mauer noch weg, bitte. Mit dem fahre ich jetzt ein bisschen weiter da hoch. Vielleicht ist da noch irgendwo was in Reichweite, ein Turm. Den machen wir natürlich auch noch platt. Ansonsten machen wir jetzt einfach mal eine ordentliche Dribok-Belagerung hier. Die Reliquie habe ich noch in Sicht. So, was geht denn jetzt hier unten ab? Ist da irgendwo Land? Hilfe! Das wollte ich nicht, dann fahre ich einfach mal dahinter. So, gucken wir mal, was er noch so hat irgendwo. Hat er noch irgendwo was versteckt vielleicht? Nein, das wollte ich nicht. Irgendwo muss er da noch was haben. Ziemlich sicher. Sonst wäre er schon tot, wa? Da hat er Dorfbewohner. Dass er Dorfbewohner hat, da habe ich ein bisschen was mitzureden, glaube ich. Ansonsten greife ich mit dem mal die Schmiede da an. Das geht drauf, das geht drauf. Der Turm da oben ist auch weg, das ist sehr schön. Dann schnappe ich mir mal die Reliquie hier. Ansonsten, wo hat der Affe noch was? Irgendwo muss er ja noch was haben. Da oben ist Gold, da haben wir Gold entdeckt. Deswegen ist er wahrscheinlich da hochgerannt, das kann sein. Bin mir aber nicht ganz so sicher. So, ins Kloster bitte. Zum Ausgleich schicke ich den da wieder zurück. Was haben wir hier? Wir haben hier noch Dorfbewohner. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir auch gar nicht. Aha. Da haben wir es doch schon. Das kann er mal schön vergessen hier. Da habe ich nicht so Lust drauf. Dann mache ich das Tor da oben noch kaputt, dass ich da auch rauskomme. Och, Leute. Rafft ihr denn nicht, dass ich keine Lust habe, mich mit euch rumzuärgern? Ja, ihr macht mal die Schafe da weg, bitte. Ansonsten fehlt mir noch ein bisschen Holz. Kann ich nicht entwickeln, supi. Schicke ich da einfach noch ein paar Dorfbewohner zum Holzmachen hin. Freies Bevölkerungslimit habe ich ja noch mehr als genug. Das kann man schon ein bisschen ausnutzen. Sonst muss ich jetzt gucken, dass ich hier die ganzen Dorfbewohner abgefangen bekomme. Am besten, indem ich hier einfach mal angreife. Die ganzen Dorfbewohner sich in dem Ding hier sammeln lasse. Was sie offensichtlich irgendwie nicht für nötig halten. Oh, das wird jetzt spaßig, die ganzen Dorfbewohner da zu finden von denen. Aha. Da haben wir doch schon was Schönes. Jawohl. Das ist doch sehr schön. Das halten sie alle... ich habe alle Reliquien angenommen. Alle Reliquien, das ist eine gute Neuigkeit. Damit habe ich auf jeden Fall eine Chance, was zu reißen. Ansonsten können wir hier die Belagerung abbrechen. Die ist damit dann irrelevant geworden. Ansonsten hier mal mit den beiden Bürkchen, die ich da noch habe. Ein paar Mamelucken bauen. Die werden geheilt, wunderschön. So, dann baue ich mir nämlich auch gleich noch einen Speer. Wenn ich die Nahrung dafür hätte,
Dauert wohl noch ein bisschen. Aber gut, vielleicht könnte ich ein bisschen Stein einfach verkaufen. Das mache ich jetzt einfach mal. Für Gold, davon kaufe ich mir dann Nahrung. Und von der Nahrung kaufe ich mir ein paar Mamelüken. Ich glaube, die werde ich noch... halt, hier. Speer wollte ich noch haben. Ansonsten, was habe ich hier noch? Kiel holen, widerstandsfähiger. Aha. Das klingt doch schon mal supi-dupi. So, Karawan läuft. So, dann erforsche ich einfach mal da. Soll ich da unten oder da oben? Erstmal da oben. Ich baue einfach noch einen zweiten. Ich kann es mir leisten. Auch wenn ich lange. Gut. Das läuft, das läuft. Der Priester ist da. Da haben wir noch einen Tribok. Ja, okay, wir haben Bevölkerungslimit erreicht. Normalerweise. Ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn ich ein Haus baue. Ich versuche es einfach mal. Vielleicht ist es doch ein bisschen höher als vermutet. Das wäre ziemlich zu Vorteil für uns. Ziemlich zu D-Vorteil. Okay, Gold haben wir noch. Gold haben wir noch. Was ist hier? Da. Ah, da haben wir den Fehler gefunden. Es kommt kein neues Gold mehr nach. Das ist gar nicht mal so geil. So, da oben ist scheinbar nichts mehr. Dann ist hier wahrscheinlich durchgehend Gewässer. Das heißt, der eine Gegner ist irgendwo da auf einer Insel. Was ich aber schon vermuten lässt aufgrund der ständigen Wasserangriffe, die er da raushaut. Und keine... Ah, da haben wir noch Stein. Aber da haben wir erstmal genug von. Vielleicht noch für eine zweite Burg oder so irgendwo hinzubauen. So, was haben wir denn da? Ich schicke die jetzt erstmal hier wieder ein bisschen semi zurück. Für den Notfall, sage ich mal. Falls irgendwas schief laufen sollte, könnte, wie auch immer. So, was haben wir denn hier so noch? Bleibt denn nicht mehr? Aha, okay. Da reiten wir jetzt einfach mal ganz suizidal rein. Okay, okay, okay. Wo hat er seine Dorfbewohner? Wo hat er irgendwie... Was ist da denn los? Na gut, okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Bergarbeiterlager ist gebaut. Okay, Bevölkerungslimit ist erreicht. Da haben wir wohl verkackt. Ansonsten könnte ich mich mal vorbereiten, ein bisschen Nahrung zu sammeln für den Notfall, dass ich möglichst schnell wieder irgendwas nachbauen kann, was ich irgendwie brauchen könnte. Ansonsten gehe ich jetzt einfach mal mit meinen Rammböcken auf dem sein Turmchen da los. So, Wasserstreit macht, Wasserschlacht ist so ziemlich gewonnen, so wie das ausschaut. Aber die will ich trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Kann immer noch was schief laufen. Und dann Gold wird gesammelt, Holz wird gesammelt, Steine haben wir genug. Ich könnte mir eigentlich... Ja, könnte ich eigentlich. Ich ziehe hier nämlich ein paar Leute ab. Und baue dem auch so eine Scheißburg vor die Nase. Einfach weil. Ich baue hier einfach die Burg hin. Schön in Sichtweite. Und das könnte eigentlich hinhauen. Ziele haben sich geändert. Ja gut. Haben den einen besiegt. Das ist schon mal schön, 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 schön. Hat der da eigentlich noch irgendwas gehabt außer Feldergold? Nee. Na gut. Da oben ist auch nichts mehr. Könnten höchstens hier mal gucken, aber das scheint auch Gewässer zu sein. Da ist noch frei. Da ist aber auch nichts. Können wir da unten noch gucken. So, wo bleibt meine Burg? Na, da kommen sie doch. Ich könnte Fanatismus entwickeln. Kamelreiter und Mameluken haben 30 Lebenspunkte. Einheiten werden schneller schaffen. Decken sie alle. 8600 Gold. Welcher kann sich das denn leisten? Für jeden Dorfbewohner 200 Gold. Okay. Das heißt, irgendeiner von den Gegnern hat noch ordentlich Dorfbewohner irgendwo. Berggänge. Nee, nee, nee. Elite-Mameluken. Haha. Und dann entwickle ich noch
zeitgleich hier lustigerweise Fanatismus, wofür ich leider nicht genug Nahrung habe. Schlecht, schlecht, schlecht. So, die platziere ich jetzt einfach mal hier. Und wenn die Burg am Fertigstellen ist, dann setze ich meinen Angriff fort. Notfalls müssen wir halt noch die 200 Jahre absitzen. Dann gewinnen wir ja auch, laut der Meldung. Ich hoffe nur, wir können 200 Jahre halten, aber das sollte kein Problem sein. Ressourcen. Ja, vor den Schiffen habe ich erstmal keine Angst mehr. Ansonsten muss der ja erstmal an meiner Burg hier vorbeikommen. Das wird ihn sicherlich auch schon ein bisschen abhalten, irgendeine Scheiße zu machen. So, du kommst auch mal mit hier runter. Als moralische Unterstützung. Gut, die Burg. Ich baue meine Rammen schon mal auf. Die stecke ich jetzt einfach in die Burg rein, um mehr Feuerkraft zu haben. Und wenn es irgendwelche Nahkampfeinheiten kommen, dann sollten die ziemlich gefickt werden von der Burg. Und von meinen Mameluken. Mittlerweile Elite-Mameluken sogar. Kommt der da raus? Ja, er kommt sogar. Hoffentlich reicht die Burg hier. Ah, jetzt macht er hier Großangriff. Ja, schön drauf. Schön. Ah, ein bisschen Verluste werde ich machen. Schade eigentlich. Ja gut, mit dem Bogenschützen, da kann er auch nicht mehr viel machen. Eins ist die Rammen hier, machen mir noch ein bisschen Angst. Was mache ich mit der Ramme? Was macht der denn da oben? Vielleicht kriege ich den? Ne, ich lasse es sein. Den will ich da oben gar nicht kriegen. Ich halte mich einfach vom Wasser fern. Dann hat sich das ziemlich erledigt bei ihm. Ah, okay. Da brauche ich erstmal wieder Unterstützung. Und da in der Zwischenzeit... Ne, 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 ne. Du gehst mal schön da runter. In der Zwischenzeit bombe ich ihm schon mal sein Dorfzentrum weg. Dass das schon mal erledigt ist. Zumindest mit zwei. Mit der anderen mache ich das Tor mal da unten. Nein, das Tor da. Dass ich da notfalls noch einen Alternativweg habe, über den ich da einsteigen könnte. Da läuft noch alles. Da ist leer. Dann baut ihr mir mal Holz ab. Ganz einfach. Gut, das Dorfzentrum ist auch gleich futschi. Das Tor da oben will nicht so getroffen werden, oder was? So. Die kann weg. Ansonsten hat er jetzt nichts mehr Relevantes in Reichweite da unten. Dann guck ich mal, was der da... Bitte fahr da vorne rum. Was der da noch hat. Viel kann es ja nicht mehr sein. Da ist nämlich die Map zu Ende. Jetzt fährst du ja doch da unten rum, du Idiot. Ach, mach doch, was du willst. Da ist ein Turm, der muss weg. So. Wenn ich die zweite... Da ist der zweite Turm. Gut, dann sind die Türme schon mal ziemlich dick am Arsch. Der hat aber auch scheinbar auch nichts mehr, was er mir irgendwie entgegenwerfen könnte, so wie das ausschaut. Reliquie läuft auch immer weiter ab. Also die Chancen stehen ziemlich gut auf Sieg, muss ich sagen. Habe ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein, nachdem ich die Gegner hier gesehen habe. Der Anfang war ja dann doch recht kritisch mit den Angriffstrupps von den Schiffchen, die er da hatte. Du abbauen, danke. Der Turm ist auch erledigt, danke für deine Dienste. So, dann gehen wir hier mal weiter nach. Und gucken, was... Ah, nee, 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 och Mann. Das ist so ein bisschen die Scheiße, die... Ah, hör auf damit. Lass das, stopp. So, jetzt ganz vorsichtig klicken. Ganz vorsichtig, da ist... Achso, da ist der nächste Turm. Vielleicht können wir unsere Dinger so positionieren, dass wir gleich mehrere kriegen. Ne, ich mach den erstmal kaputt. Ich will hier nichts riskieren. So, du Priester, kommst da mal mit. Ah, das sind Dorfbewohner. Da sind Dorfbewohner, okay. Okay, okay, okay. Warte mal, wenn ich jetzt hier hergehe... Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Priester hier hin. Da, ihr könnt erstmal machen, was ihr wollt.
Und ich bekehre den Dorfbewohner irgendwie. Ich weiß nicht, was er mit dem Dorfbewohner da unten vorhatte. Aber irgendwie will der nicht so recht machen. Der scheint auch ein bisschen eingemauert zu sein. Deswegen überlege ich mir jetzt einfach mal hier, den Dorfbewohner zu bekehren. Der hat 3 Dorfbewohner da stehen. Ah, Mann! Die gehen ja kaputt. Och, ist das dreist. Das kann der doch nicht tun. Blöder Penner, ey. Oh, jetzt hatte ich eigentlich vorgehabt, so einen wunderschönen Turm da unten reinzubauen, der dann so wunderschön mal die Gegner zerfleischt. So, da ist der Hafen von ihm. Da sind wir vorhin hereingefahren. Und wurden direkt mal fast zerballert. Aber ich glaube, wenn ich den Dorfbewohner da hab, dann war es das. Es sei denn. Ne, das war nicht der Orange, ne? Das war der Gelbe mit den Schiffen, ne? Ne, der Gelbe ist uns. Ah, ne, das. Ah, ich habe irgendwelche Farben auf der Map umgestellt. Jetzt ergibt das einigermaßen Sinn hier. Wo kann ich die denn umstellen? Ja, stelle ich es halt nicht. Was geht da ab? Warum? Ach, ich dachte gerade, die Burg brennt. Ja, dann wäre es aber losgegangen hier. So, das Tor noch weg. Wo ist mein Priester? Priester, da bist du. Warum kannst du diese Mauer nicht bekehren? Musst doch nur umstreichen, du Depp. Hallo, blaue Farbe, nee, grüne Farbe da drauf. Och, dann halt nett. Muss ich halt alles oldschool erledigen. Greife ich hier mal die Mauer an. Viel scheint er nicht mehr zu haben. Ah, da hat er noch einen Turm. Auf den habe ich keine Lust. Ah, da muss ich ja da noch ein Stückchen Mauer kaputtballern, oder was? Oh Mann, ey. Wer kommt noch auf die Idee, seine Bauern einzumauern? Dieser Depp, dieser Blöde. Na gut, so, Tor ist gleich weg mit dem nächsten Beschuss, hoffe ich mal. Unsere Reliquie läuft auch in 40 Jahren ab. Nein, nein. Ihr geht mal schön dahin. Ich reite mit denen jetzt einfach mal hier rum, mit den anderen auf die andere Seite. Und guck, ob ich die Bauern von hier aus erwische irgendwie. Könnte sogar sein. Ja. Und. Scheiße. Oh, Mann. Der muss jetzt auch genau da stehen, wo ich nicht hinkomme, ne? So, du darfst den da mal töten. Wunderbar. Und habe ich jetzt gewonnen? Ich will es gewonnen haben. Hallo. Warum steht da ein W? Ach, was hat er denn jetzt noch Relevantes? Ach, wahrscheinlich seine Schiffchen. Mit denen er mir noch gefährlich werden könnte. Ich habe Angst. Aber was bedeutet das weh? Ich weiß es nicht. Wenn mir das mal irgendjemand erklären könnte, fände ich das ziemlich geil von euch. Weil ich habe keine Ahnung. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Ich denke, dass er hier wird für die Reliquie stehen, die wir... Ja, eigentlich brauchen wir nur noch warten. Wenn ich ehrlich bin. Wo ist mein Priester hin? Na, wurscht. Aber des Spaßes halber gehen wir dem da oben noch auf den Sack. Sollte ja eigentlich kein Problem darstellen. Außer die Dinger da vielleicht. Die mir ziemlich böse Aua machen. Ja, das war nicht ganz so geil. Vielleicht, wenn ich das mit einem Schiff mache. Ja, okay, wir haben gewonnen. Durch was? Durch die Reliquie wahrscheinlich. Nehme ich an. Na gut. Einst war ich von den hohen Gesinnungen der sarazenischen Krieger verblüfft. Von wenigen Jahren.